Google bleibt sich treu und verbessert das Google Pixel. Ähnlicher Look, aber verbesserte innere Werte. Es sind mit Abstand die smartesten Smartphones, die man für sein Geld bekommen kann. Mal wieder. Und es ist wirklich beeindruckend, was Google hier möglich macht. Deswegen schauen wir uns in diesem Video mal an, was man für sein Geld bekommt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Featured. Ich bin Valentin. Viel Spaß. Die Google Pixel Serie besticht durch ein unverwechselbares Design. Gorilla Glass Victus auf der Front und auf der Rückseite. Und dann dieses markante Kameraelement, der Kamerastreifen, der beim 7er mattiert und beim 7 Pro poliert ist. Das Pro hat eine dritte Kamera auf der Rückseite verbaut, weswegen das Kameraelement so ein bisschen wie ein Ausrufezeichen aussieht, aber ansonsten sehen die Geräte sehr ähnlich aus, nur dass sie unterschiedlich groß sind. Das Pixel 7 hat nämlich ein 6,3 Zoll großes Full HD Plus OLED Display mit 90 Hz, während wir beim 7 Pro ein 6,7 Zoll großes mit Quad HD Plus auflösendes OLED Display mit 120 Hz Bildwiederholrate bekommen. Außerdem ist das Glas auf der Vorderseite beim 7er flach, während es beim 7 Pro zurückhaltend gecurved ist. Das Design zieht sich aber auch durch die Software. Googles Material U Design lässt ein App-Icons und farbige Elemente frei anpassen, sodass man wirklich das Ganze auf sich personalisieren kann oder auch auf das genutzte Wallpaper. Als Prozessor kommt hier Googles Tensor Chip der zweiten Generation zum Einsatz. Der ist ein bisschen effizienter, ein bisschen schneller, aber vor allem verbessert in KI-Berechnung, sodass die jetzt oft direkt auf dem Gerät stattfinden können. Dazu gibt es 8 bzw. 12 GB RAM für jeweils Google Pixel 7 und 7 Pro und wahlweise jeweils 128 oder 256 GB UFS 3.0 Speicher und Googles Titan M2 Sicherheitschip. Die Akkus umfassen 4355 bzw. 5000 mAh für Google Pixel 7 bzw. 7 Pro und haben mich immer problemlos durch den Tag gebracht. Wie gut die Akkulaufzeit aber tatsächlich ist, lässt sich ein bisschen schwer sagen, weil Google versucht wirklich das Handy an einen selbst anzupassen. Das heißt, so wie ich es benutze, darauf wird es sich optimieren. Und das heißt, das passt sich an, das ist auch am Anfang ein bisschen schlechter und dann mit jedem Tag wird die Akkulaufzeit ein bisschen besser und irgendwann kommt der Punkt, wo auf einmal sich die Akkulaufzeit zumindest bei mir schlagartig nochmal verbessert hat nach ca. 3 bis 4 Tagen Testen. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, wie gut die Akkulaufzeit tatsächlich ist. Ich habe jetzt persönlich viele Fotos gemacht, viel YouTube geguckt und bin abends immer mit so 20 bis 30% ins Bett gegangen. Dafür lädt das Smartphone nicht ganz so schnell auf, halber Akku in einer halben Stunde. Ist okay, ist aber kein Bestwert. Die Hardware ist für Google aber nur eine Plattform, um darauf ihre Software laufen zu lassen. Und wenn wir ein was wissen, dann ist es, dass Google in Software unglaublich gut ist. Natürlich läuft hier Android 13 drauf, aber Google hat eine ganze Menge wirklich intelligenter Features auf dieses Smartphone gepackt und ist damit zum smartesten Smartphone gemacht, was man kaufen kann. Zum Beispiel finden viele der KI-Berechnungen direkt auf dem Gerät statt. Das heißt, manche Google Assistant-Interaktionen, die relativ einfach sind, oder auch zum Beispiel das Erkennen von Musik, können komplett offline ablaufen. Es gibt ja auch einen gut funktionierenden Fingerabdrucksensor, der im Display verbaut ist, aber Google hat dem Google Pixel auch ein Face Unlock verpasst, wo eine KI mithilfe der Frontkamera versucht zu identifizieren, ob ich das bin und auch zu unterscheiden, ob das ein Foto ist oder nicht. Der Recorder bietet eine Transkribierfunktion, die auch automatisch Satzzeichen setzt anhand der Stimmlage von den Leuten, die sprechen. Das funktioniert übrigens auch, wenn ich Texte diktiere, ganz einfach, was richtig, richtig smart ist und echt fantastisch funktioniert. Ich kann mir auch Sprachnachrichten in der Nachrichten-App einfach transkribieren lassen, wenn ich sie gerade nicht anhören kann. Und ich kann dem Google Assistant zum Beispiel auch Lieder vorsummen und er versucht sie zu erkennen. Außerdem kann ich jetzt verwackelte Fotos quasi entwackeln lassen, was einfach unglaublich ist und das sogar mit Fotos, die ich gar nicht mit dem Google Pixel gemacht habe. Und es gibt auch eine Hust- und Schnarcherkennung für die Nacht. Es gibt auch eine Kopfhocherinnerung, wenn ich mit dem Smartphone irgendwo langlaufe, dass ich nirgendwo dagegen laufe. Und es gibt den magischen Radierer, der ganz einfach Elemente aus Bildern entfernen kann, sodass die nicht mehr stören. Außerdem werden einem möglichst relevante Informationen direkt auf dem Homescreen angezeigt, wie aktuell Uhrzeit und das Wetter, aber auch die nächsten Termine oder Erinnerungen für Medikamente. Und Google bietet über Google One jetzt auch das erste Mal mit dem Google Pixel einen eigenen VPN-Service an. Es ist einfach ein unglaublich schlaues Smartphone, was einem zu jeder Zeit versucht, die relevantesten Informationen anzuzeigen. Und ich finde, darin ist es unglaublich gut. Google Pixel-Geräte können 3 Dinge besonders gut. Gut aussehen, smart sein und gute Fotos machen. Und letzteres hat Google in diesem Jahr nochmal ein Stück verbessert. Es gibt 2 bzw. 3 Kameras auf der Rückseite. Eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera mit f2.2. Die ist im Pro-Gerät ein kleines bisschen weitwinkliger und hat dort auch einen Autofokus für Makrofotos. Die Hauptkamera hat 50 Megapixel mit f1.85 und verwendet fast immer mehrere Kameras, um Bildinhalte zu verbessern. Und die 5-fach-Telekamera ist exklusiv dem Google Pixel 7 Pro vorbehalten und hat 48 Megapixel in eine f3.5 Blende. Die volle
Fotoauflösung gibt es aber nur im Pro-Modus. Wenn ich normale Schnappschüsse mache, bekomme ich immer so ungefähr 12 Megapixel große Fotos und bei den höherauflösenden Sensoren werden dann 4 Pixel zu quasi einem größeren Pixel kombiniert. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Frontkamera mit 10,8 Megapixeln und f2.2. Das Wichtigste aber, wie sind denn die Fotos tatsächlich? Ganz ehrlich, wahrscheinlich sind das die besten Fotos einer Smartphone-Kamera. Mal wieder auf extrem hohem Niveau. Es ist so witzig, wenn man ein Bild macht und schnell auf die Vorschau geht, dann sieht es erst okay aus, aber dann ist plötzlich die Verarbeitung fertig und man denkt, wow, das ist echt ein tolles Bild. Und das ist immer wieder so. Bei Tag, bei Nacht, bei quasi jedem Licht. Ich hatte es nur einmal, dass der Weißabgleich nicht saß. Ansonsten passen die Farben, die Helligkeiten, die dynamische Reichweite ist fantastisch. Die Hauttöne sehen gut aus. Manchmal wirken die Gesichter ein bisschen zu stark verarbeitet. Da ist die Textur vom Gesicht dann ein bisschen krass. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, weil sonst kommen die Bilder extrem gut weg. Da kann man wirklich nicht viel dran aussetzen. Nur die Verzerrung des Ultraweitwinkels in den Ecken fand ich persönlich beim Pro manchmal ein bisschen heftig. Aber die Zoomstufe, die über die optischen Maximale der Kameras hinausgehen, waren durch den neuen Super Resolution Zoom ebenso ziemlich gut und beim Pro sehen 30-fach immer noch verwendbar aus, um es zum Beispiel mal über WhatsApp zu versenden oder so. Und das ist echt stark. Und auch die Pro-exklusiven Makrofotos können sich wirklich sehen lassen. Ich liebe es, dass Hersteller ihre Kameras jetzt so breit einsetzbar machen. Und ich persönlich denke, die 5-fach Zoom-Kamera hier und die Makro-Kamera haben es mir am meisten angetan. Mit denen habe ich zumindest echt viele Fotos gemacht. Videos gibt es auf allen Kameras in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde und auch in 10-Bit. Und auch der Kinomodus sieht echt gut aus. Das ist alles, was man zum Google Pixel 7 und 7 Pro wissen muss. Bei Vodafone kannst du das Google Pixel 7 und das Pixel 7 Pro schon ab 1 € bestellen. Und bis zum 17. Oktober bekommst du zum Pixel 7 die Pixel Buds Pro und zum Pixel 7 Pro die brandneue Pixel Watch geschenkt. Ja, damit bedanke ich mich ganz freundlich hier fürs Zusehen bei Featured. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.